Zum Auftakt dieser zweiten Börsenwoche dieses neuen Jahres halten sich die Anleger noch merklich zurück am Aktienmarkt. Das könnte auch damit zusammenhängen, dass viele Marktteilnehmer jetzt erst einmal auf den Beginn der Berichtssaison warten wollen, die dann bald startet. Da geht es dann nicht nur um die Quartalsberichte für die abgelaufenen 3 Monate, sondern auch natürlich um die Gesamtjahresberichte und Bilanzen. Und da weiß man noch nicht so richtig, wie man diese einschätzen und erwarten soll. Deswegen sind einige hier noch ein bisschen vorsichtig unterwegs nach dem furiosen Start in das neue Börsenjahr am Mittwoch der vergangenen Woche. Aber bei Einzelwerten gibt es hochinteressante Nachrichten. So hat jetzt die Basler Aufsichtsbehörde für Banken beschlossen, dass man den Finanzinstituten 4 Jahre mehr Zeit geben wolle, damit sie ihre Liquiditätspuffer auffüllen wollen. Und diesen Spielraum zum Atmen, den sehen wir heute schon erst einmal bei den Kursen der Bankaktien. Die Commerzbank-Aktie, die klettert um 4% auf 1,57 Euro. 1,58 Euro jetzt sogar ist stärkster Gewinner im DAX. Die Deutsche Bank steht dem um kaum etwas nach. Mit 2,7% geht es hier nach oben auf 35,73 Euro. Das wird viele Derivateanleger freuen, die hier auch mit Call-Optionsscheinen, auch mit längeren Laufzeiten auf steigende Bankenkurse setzen. Dann schauen wir uns nochmal einige Spekulationen auf die Daimler-Aktie an, die mit 0,9% bei 43,01 € im Plus notiert. Da soll nämlich chinesischen Medienberichten zufolge ein chinesischer Staatsfonds eine Beteiligung an Daimler in Höhe von 4-10% planen. Das ist bisher noch nicht offiziell bestätigt worden, aber die Gerüchte halten sich nah hartnäckig und sorgen für einen weiteren Anstieg der Daimler-Aktie, die seit Beginn dieses Jahres schon um rund 5% geklettert ist und seit Mitte November des vergangenen Jahres sogar um rund 25%. Air Berlin bekommt einen neuen Chef, Hartmut Nedern tritt nämlich zurück. Dafür bekommt jetzt Wolfgang Brock-Schauer die Aufgabe, die Air Berlin wieder aus den roten Zahlen hinauszuführen. Das war schon für viele heute eine Überraschung. Die Air Berlin-Aktie heute erst einmal mit 3,1% im Minus bei 1,51 €. Bei der Bank of America hat sich jetzt der Rechtsstreit mit Fannie Mae geklärt, beziehungsweise wurde dieser beigelegt. Da geht es ja um diese alten Hypothekendiskussionen aus der Hypothekenkrise noch aus dem Jahr 2008. Und da ist die Bank of America jetzt offenbar bereit, 10 Milliarden US-Dollar in die Hand zu nehmen, um diesen Streit beizulegen. Die Bank of America-Aktie steigt um 0,2%, weil natürlich die finanzielle Belastung hier sehr groß ist. Aber Fannie Mae-Aktien, die ja jetzt in staatlicher Hand sind, die klettern um rund 6% aktuell an der Wall Street. Und die Solarwerte ziehen weiter nach oben. Solar wird zum Beispiel aktuell mit 16,8% nochmal im Plus bei 1,63 Euro jetzt schon angekommen. SMA Solar klettert um 1,7% auf 22,16 Euro. In der vergangenen Woche war es Warren Buffett, der die Kurse hier trieb. Und heute ist es die Meldung, dass es ein Rekordjahr gegeben hat, was die Installation von Solarmodulen angeht. Also hier scheint sich offenbar der Wind gedreht zu haben. Solaraktien sind en vogue in diesem Börsenjahr, bisher zumindest.